Und zunächst muss man sagen, was der Laser macht. Mit dem Laser verändere ich die Form der Hornhaut. Diese Hornhaut ist eigentlich geformt wie ein Ball, wie eine Kugel. Und das ist die klare Fensterscheibe, durch die wir schauen. Im Falle der Kurzsichtigkeit, die der häufigste Sehfehler ist, muss man diese Wölbung der Hornhaut abflachen. Und dieses Abflachen geschieht eben mit dem Laser, indem wir dort Gewebe abtragen, das heißt also in Luft auflösen, wenn ich das mal so formulieren darf. Und das kann ich auf verschiedene Arten tun. Ich kann es direkt von der Oberfläche her tun. Ich kann es unter einem Deckel machen. Das heißt, ich muss vorher ein kleines Deckelchen in diese Hornhaut kreieren, das ich wegklappe und dann die Laserbehandlung mache. Und am Ende resultiert eine Hornhaut im Falle der Kurzsichtigkeit mit einer geringeren zentralen Wölbung. Mache ich das, indem ich die oberflächliche Schutzzellschicht der Hornhaut abtrage, nennt man das PRK. Das kann ich auch als Epilasik machen, dann ist der Abtrag so, dass ich das mit einem speziellen Gerät als ganze Schicht wegschiebe. Ich kann es aber auch transepitheliale PRK machen, das heißt, ich fange mit dem Laser einfach von außen an, der Laser trägt diese Schutzzellschicht ab und dann beginnt die eigentliche Behandlung. Das sind die sogenannten Oberflächenverfahren. Danach gibt es die Verfahren unter dem Deckel, auch LASIK genannt. Diese Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass ich dieses Deckelchen unterschiedlich erzeuge. Die ältere Methode ist mit dem Messer. Es handelt sich hierbei um ein ganz kleines, schnell oszillierendes Messer. Das Gerät sieht aus wie eine ganz kleine Mini-Brotschneidemaschine und hebt dieses Deckelchen ab, mechanisch. Dieses mechanische Abheben hat, wie jeder weiß, bei der Brotschneidemaschine auch schon mal das Problem, dass so eine Scheibe nicht ganz gelingt. Deswegen ist eigentlich das sichere Verfahren, dass ich auch schon dieses Deckelchen mit einem Laser erzeuge. Und dann sprechen wir von der sogenannten Femtolasik, weil für diese Deckelproduktion ein Femtolaser benutzt wird. Das heißt, beide Male kreiert man einen Deckel und macht dann den Hornhautabtrag mit dem gleichen Laser, mit dem man auch sonst den Oberflächenabtrag gemacht hat. Und da gibt es noch ein weiteres Verfahren, in dem ich einfach mit einem Speziallaser in der Hornhaut selber ein kleines Lentikelchen, ein Scheibchen produziere, kreiere und das dann quasi aus der Hornhaut rausziehe. Das hat den gleichen Effekt, ich verdünne sie im Falle der Kurzsichtigkeit zentral. Dieses Verfahren ist im Moment sehr viel in der Munde, heißt Smile-Verfahren. Es gibt Limits. Je mehr Kurzsichtigkeit ich abtrage, desto leichter ist das. Je dünner dieses Scheibchen wird, desto schwieriger ist es, das mechanisch zu entfernen. Deswegen haben die Verfahren auch spezielle Bereiche, in denen sie besser wirken. Und mit dieser Methode ist es insgesamt eben möglich, die Hornhaut in der zentralen Krümmung zu verringern und damit die Kurzsichtigkeit zu behandeln. Behandle ich Weitsichtigkeit, muss ich die Hornhaut außen herum behandeln und dann steilt sie sich im Zentrum auf, wird also dort stärker brechen. Das ist also ein indirektes Verfahren und hat also hier einen etwas anderen Effekt. Aber im Prinzip sind alle Verfahren eine neue Modulation, neue Formung der Hornhautkrümmung. Nun, die Zahlen der tatsächlich in Deutschland durchgeführten refraktiven, also brechkraftverändernden Laseroperationen schwankt etwas. Es gibt Zahlen, die von 50.000 bis 70.000 Eingriffen reden, andere sprechen von 150.000. Irgendwo wird die Zahl der jährlich durchgeführten Operationen bei ca. 100.000 liegen. Nun, aus Sicherheitserwägungen heraus ist sicherlich die Femtolasik, das heißt also das Verfahren, wo ich mit zwei Lasern einen Deckel kreiere und dann die Hornhaut neu forme, eines der sehr häufig durchgeführten Verfahren. Auch die Oberflächenbehandlung als PRK oder Epilasik bezeichnet, findet relativ häufig statt. Ich denke, das sind die beiden im Moment noch am häufigsten durchgeführten Verfahren. Es gibt einen leichten Anstieg der sogenannten Smile-Prozeduren, also dieses kleinen Lentikelchen des Scheibchens, das man in der Hornhaut kreiert. Aber ich glaube, die erstgenannten sind immer noch die am meisten durchgeführten Verfahren. Ich persönlich bin ein großer Verfechter der wellenfrontgesteuerten Hornhautabtragung.
Man muss sich das so vorstellen, wenn Sie eine Abtragung der Hornhaut machen nach einem Standardmuster, das ist so, als wenn Sie in ein Geschäft gehen und sich eine Konfektionsgröße 36, 38, 40 bei den Damen oder 52, 56 bei den Herren holen. Sie wird schon passen. Bei der wellenfrontgesteuerten Abtragung nimmt man eine Art optischen Fingerabdruck eines jeden Auges und erfasst damit auch kleinste Unregelmäßigkeiten. Und diese Unregelmäßigkeiten werden dann individuell behandelt, wie bei einer Fingerabdrucksabgleich. Und dabei erzielt man höhere Genauigkeiten. Die Patienten fragen, merke ich das? Nicht unbedingt während des Tages, wenn die Pupille klein ist, aber jeder Kurzsichtige kennt das Phänomen. Wenn er denn kurzsichtig ist und trägt seine Kontakte in seine Brille und fährt nachts Auto, dann merkt er, dass er im Dunkeln doch schlechter sieht als tagsüber. Und das hat etwas damit zu tun, dass dann die kleinen Unregelmäßigkeiten des Auges stärker zum Tragen kommen. Und diese Unregelmäßigkeiten, die behandle ich bei der wellenfrontgesteuerten LASIK mit. Früher hat man mal gesagt, naja, wenn wir das richtig machen, dann erzeugen wir Adleraugen mit einer Sehschärfe von über 100%, 200%. Eigentlich erzeugen wir Eulenaugen. Wir verbessern das Dämmerungs- und das Nachtsehen der Patienten.